So, und wir gehen jetzt rein. Die besten Mountainbike-Fails of 2020. Also, ja, übersetzt Leute, die sich beim Fahrradfahren aufs Maul legen. Ich gönne mir in der Zeit, Agatha hat gezaubert, Spaghetti Bolognese bzw. Nudeln Bolognese. Ich habe noch zwei Stücken Käse hier untergelegt, aufentspannt. Und danach gibt es noch einen Grießpudding. Okay, schon mal, Digga, das hat mich schon mal geflasht. Das habe ich 100% gefühlt, Digga. Mit dem Brustkorb auf den Lenker aufklatschen, Digga. Aua. Das tut richtig weh. Ich weiß noch, damals als kleiner Butschi bin ich mit dem Mountainbike, ich glaube Davide war dabei sogar, sind wir mit dem Mountainbike durch den Wald gecruised, einen Berg runter. Und kurz nachdem du den Berg runtergekommen bist, war ein ausgetrocknetes Flussbett. Also so eine U-Form. Und da bin ich mit Vollspeed reingedonnert in das Ding. Und es hat mein Fahrrad so zerschossen, meine Vorderachse ist komplett abgebrochen. Also mein Fahrrad bestand aus zwei Hälften, Vorderteil und Hinterteil. Mir ist nichts passiert, das weiß ich noch, aber das Ding, ich glaube David war dabei, Digga, aber sicher bin ich mir nicht. Oh! Aua. Jo. Jesus! Oi, Digga. Wenn das nicht geil ist, Digga, dann weiß ich auch nicht. Also mehr Käse geht nicht, Bruder. Also mehr Käse geht nicht, ne? Köstlich. Ich werde heute Abend so Scheißeritis bekommen, so Blähung, aber Bruder. Mh, geil, Digga. Oh mein Gott. Klassiker. Давай, братик. Давай, нахуй. Daheim sein. Oh, Alter. Also da kriege ich echt Nervenkitzel beim Zugucken. Ich finde, dass man sich auch da extrem gut hineinversetzen kann, weil jeder irgendwie schon mal mit einem Fahrrad durch den Wald geballert ist und sich vielleicht auch mal aufs Maul gelegt hat. Also ich finde, man kann sich in diese Szenarien am besten, ja, mein ganzer Tisch ist voller Tomatensauce, am besten irgendwie mit hineinversetzen, oder? Also ich glaube, jeder von uns, der hier gerade am Start ist, der hat sich schon mal mit dem Mountainbike aufs Maul gelegt. Okay. Wichtig ist immer, wenn ihr das macht, tragt Schutzkleidung. Helm, das ist immer ganz wichtig. Klar, man kann sich auch mal wehtun. Aber Schutzkleidung, also gerade Helm, ist extrem wichtig, Digga. Das muss ich mir nochmal angucken, Digga. Das fand ich relativ amüsant, muss ich gestehen. Bruder, das war nicht mal dicht dran. Das war weit entfernt, im wahrsten Sinne des Wortes, von dicht dran. Aber trotzdem, vorbildlich, alle haben eigentlich einen Helm auf, ne? Oh, Steine, immer, Digga. Oh, fuck, you okay? Oh. You okay? Oh! Oh! Alter, also da sind schon, natürlich, niemand hat sich hier verletzt, das ist klar. Niemand ist ernsthaft zu Schaden gekommen bei diesen Videos. Alles von professionellen Stuntmännern gedreht worden. Gepflücht.
Da hat jemand die falsche Bremse gezogen. Das war nämlich die Vorderbremse anstatt der Hinterbremse. Klassiker. Oh, Glück gehabt aber, Digga. Oder packt er sich auch noch aufs Maul? Nee. Ui, aber es sieht Maschallah sehr gut aus. So, jetzt haben wir den Kylo, der hier ein bisschen am Rumschleichen gerade ist, weil er was zu essen haben möchte. Was ist? Komm her. Komm her. Da ist er. Der ist so schwarz, dass man ihn gar nicht erkennen kann. Ist auch eine Nudel abhaben, Kylo, oder was? Hä? Ui. Schau mal, was Papa hier hat. Komm her. Komm her. Oh. Mein Schatzchen. Mehr gibt's nicht. Nee. Mm-mm. So, weiter geht's. Oh. Also, Digga. Oh, okay? Zum Glück, Helm. Also wirklich, ich kann es euch nur sagen. Uff. Oh, Digga. Oh, also. Digga, das arme Steißbein. Ich kann euch wirklich nur sagen, wenn ihr sowas macht, macht es nicht so wie er hier. Doch, er hat auch Helm. Helm, wichtig. Helm ist so wichtig. Glaubt es mir, Helm ist so wichtig. Klassiker. Oha, 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 oha. 100 verschenkte Subs, no mercy. Danke dir, Digga. Kuss, kuss, kuss. Fühl dich gegrüßt. Liebe von mir. Und ganz speziell natürlich auch Liebe von der Community. Ui. Oh. Alter Verwalter, Digga. Oh, there he goes. Radsport ist eigentlich echt ein gefährlicher Sport, ne? Oder? Wenn ich mir das jetzt so angucke. Radsport ist echt ein gefährlicher Sport, ne? Natürlich gern fast. Natürlich gern fast. Holy shit! Alter! Oh, Schnell, Digga! Oh! Oh. Und sau teuer, ja. Ein gutes Fahrrad kostet viel Geld, das stimmt, da hast du recht, Digga. Oh, ja. Oh, fuck. Wie er schon sagt, oh, fuck. Also ich habe auch gerade so für mich überlegt, Anna schreibt gerade in den Chat, Motorrad ist genauso, nur noch ein bisschen schneller. Also ich habe es auch gerade so gesagt, die Jungs haben ja gar keine Knautschzone, Digga, ne? Also ist natürlich nicht zu vergleichen, 1:1 mit Motorradfahren, aber Motorradfahren und Fahrradfahren ist schon saugefährlich, Digga. Oh nein. Aber was ich wirklich gut finde, ich weiß nicht, ob es bewusst ist oder nicht, aber jeder, der hier fährt, hat einen Helm auf. Das finde ich sehr gut. Also, finde ich gut, dass sie nur sowas reinnehmen anscheinend. Boah, Alter! Das war's komplett, Arino, Digga. Du darfst auch nicht ohne auf die Strecke... Ja, das kann gut sein, Digga, klar. Digga, Arman, danke dir für 100 Euro Support. Team Leberwurst oder Team Schinken aus Frühstücksbrot? Eigentlich weder noch, Digga, weil beides Schwein ist und Schwein ist haram. Nein, Spaß beiseite. Also ich esse eigentlich so gut wie nie Schweinefleisch, weil ich das einfach nicht mag. Aber es gab natürlich auch mal eine Zeit, wo ich das gegessen habe. Und dann würde ganz klar Team Leberwurst, Digga. Oh! Oh.
honey. Holy shit. You! Oh! Oof. Whoa! Gut abgerollt, wie ein Stuntman, Digga. Aber wirklich, mir wird nochmal bewusst, und ich war nie jemand, der einen Helm getragen hat, ne, früher, muss ich fairerweise sagen, aber wenn man diese ganzen Unfälle sieht und mal überlegt, was diese Leute für Verletzungen hätten, ohne Helm, so viele Leute sind auf den Kopf gefallen in diesem Video und haben nichts, weil der Helm so ein Lebensretter ist, der ist krass. Sehen? Oh, Alter, das alleine was hier, der Helm ihn gerade gesaved hat, Digga, abnormal. Er hat zweimal das Fahrrad auf den Kopf bekommen und nur auf den Helm. 1-2. Wenn der da keinen Helm aufgehabt hätte, Digga, also Ende im Gelände, da hätte, Digga, Platz vor Wunden sein Urgroßvater. The Two-Time, ja. Na, tot wäre er jetzt nicht, aber das wäre böse ausgegangen für ihn. Safe. Helm ist halt schon Pflicht. Ja, na klar, Digga. Ich weiß. Anschnallen ist auch Pflicht und viele machen es nicht, weißt du? Das meine ich nur. Shit, wie schnell war der? Wo ist denn der hergekommen? Der war ja so schnell. Oh shit. Digga, der war übertrieben schnell. Jo, right. Und dass der wieder aufsteht und sich nichts gebrochen hat, verrückt, Digga. Verrückt. Da hat ihm der Helm aber auch viel gerettet, das muss man ihm lassen, ey. Oh! Ei, Ripperoni, Digga, an den gefallenen Bruder. Ripperoni an den gefallenen Bruder. Oh! Oh, er ist so mit seiner Arschritze auf... F in den Chat für die gefallene Arschritze. Did you get your face on that? I'm good. Heftig, Digga. Was die Leute für Glück haben, ne? Krass. Oh, shit. Digga, was die Leute, also wirklich, was der Helm den Leuten für, also das ist verrückt. Da kann man nur eins sagen, wenn ihr auch sowas macht, setzt immer einen Helm auf, Digga. Das kann ich euch nur mitgeben. Setzt immer einen Helm auf, Digga. Auch hier.
Geil, gutes Video, Digga. Fand ich gut. Hat mir gefallen, Digga.